Ja, ich habe auch schon den Bachelor hier an der HDM gemacht und habe mir gedacht, jetzt noch eine technische Vertiefung, das wäre eben interessant für mich. Und dann habe ich den Master hier noch anschließend dran gehängt. Man braucht auf jeden Fall ein gutes technisches Verständnis, um die Pflichtfächer zu bestehen. Und danach basiert der Studiengang sehr viel auf Team- und Projektarbeiten. Daher ist eine gute Kommunikationsfähigkeit und viel Spaß an der Arbeit im Team sehr wichtig. Am besten gefällt mir vor allem, dass in den Lehrveranstaltungen das so ein direkter Umgang ist und so ein familiärer Umgang generell und dass die Projekte immer von den Professoren in jeglicher Hinsicht unterstützt werden und ich glaube, das ist ganz besonders an der HDM. Also für viele am Anfang sicherlich die Informatikprüfung, weil dafür auch einfach schon Wissen vorausgesetzt wird. Dann die vielen verschiedenen Projektarbeiten, die oft parallel laufen und da entsteht auch manchmal Zeitdruck. Und zuletzt für alle, die aus einem sehr praxisnahen Bachelorstudiengang kommen, das wissenschaftliche Arbeiten, weil man sich da einfach erstmal reinarbeiten muss. Die Perspektiven sind absolut vielfältig und persönlich gestaltbar. Sei es jetzt der Einstieg direkt in ein Unternehmen, in der Industrie, oder sei es die Selbstständigkeit von der Gründung bis zum Freiberufler-Dasein, oder eben auch die Forschung oder sogar eine Dissertation, ist alles möglich.